Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir sind hier, was waren wir hier eigentlich am machen? Ganz ehrlich, ist schon so lange her. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen wollte. Irgendwas habe ich gesucht, das weiß ich. Irgendwas mit einem toten Baum, glaube ich. Ich bin ehrlich, ich hatte einfach irgendwie, seitdem ich das letzte Mal hier war, nicht weiter, also nicht nochmal reingeschaut gehabt, so, weil, keine Ahnung, irgendwie andere Let's Plays von mir mussten irgendwie auch noch schnell gemacht werden. Nehme ich mal mit. Ich weiß jetzt aber auch nicht, vielleicht, warte mal. Irgendwas mit dem toten Baum hieß es so, oder? Irgendwas mussten wir suchen, glaube ich. Wo sind die Quests? Rätselbehafteten Ort finden. Ich weiß jetzt aber nicht, was war jetzt die Aufgabe? Hier ist leer, der Erdhaufen. Ich würde dann vielleicht lieber doch eine andere Quest erstmal machen, weil ich jetzt gerade nicht weiß, was ich machen muss. Ich hätte vielleicht diese eine Folge letzte Mal einfach doch noch machen sollen, die Suche. Die Geschlechter von Art, Kunst des Kampfes, Teile und Herrsche. Silas Behause mal Hinweise zum Milberts Verschwinden durchsuchen. Da hinten. Beziehungsweise, warte mal. Wo hinten? Hier, okay. Will ich dann vielleicht mich dahin auf den Weg machen? Und ich weiß auf jeden Fall... Oh, die Beinchen. Ich weiß auf jeden Fall, zwei Silas haben wir. Einer mit Doppel-L und einer mit nur einem L. Okay. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich irgendwie mir erhoffe, dass ich hier eine Daedra-Rüstung kriege. Das weiß ich noch. Oder Dämonenrüstung wahrscheinlich, gehe ich mal von eher von aus, dass hier so heißen wird an der Art. Aber ich will schon eine Daedra-Rüstung haben. Erhoffe mir das auf jeden Fall. Und vorhin beim Ladebildschirm stand hier, man kann hier genug Lernpunkte sammeln. Da konnte ich jetzt, also als ich das Spiel geladen hatte hier, genug Lernpunkte sammeln, um 3 Talentbäume voll zu kriegen. Mehr nicht. Das heißt, wir können hier nicht ein Allrounder werden. Das heißt, wir müssen uns für für maximal 3 Kategorien entscheiden, in welche Richtung wir gehen. Da bin ich dann gespannt, wie wir uns entwickeln, in welche Richtung. Denn ich bin's selber noch nicht sicher, was wir machen, wohin wir gehen. Ich weiß nur, dass wir aktuell noch zu schwach sind für einige Quests. Was ich schade finde. Und ich würde schon gerne ein bisschen weitermachen wollen. Aber wir sind ja auch unterwegs, uns zu skillen hier, ein bisschen vorzubereiten. Also, was diese eine Info da am Anfang beim Ladebildschirm war, hieß, gibt mir zu verstehen, es gibt ein Maximallevel. Klar, man bekommt hier dann wahrscheinlich eher Skillpunkte für alles, gefühlt. Auch hier für den Kanickel, den ich jetzt nicht getroffen habe. Aber irgendwann ist dann wahrscheinlich Ende, gehe ich mal von aus.
Warte mal. Ach, hier, das ist das, wo die Banditen waren. Stimmt. So, beziehungsweise, nee, hier. Waren. Die Steilklippe waren wir auch noch gar nicht hier alles am machen. Wir haben hier alles gemacht, beziehungsweise hier zur alten Dammwarte. Das Startgebiet, da konnten wir ja nicht nochmal hoch, wo ich noch was vergessen hatte. Schloss Goldfurt, das war mir irgendwie doch zu gefährlich. Ich würde gerne mal schauen, vielleicht kommen wir hier hin. Hier und das, die Map vom von Ark. Markt, Südviertel, Unterstadt, Hafen. Adelsviertel, Sonnentempel. Hätten wir uns auch mal die Map angucken können. Dann vielleicht hätten wir uns ein bisschen besser orientieren können, wenn wir in Ark waren. Vielleicht. Boah, ich bin auch zu sehr jetzt an die Steuerung von den Sproudel gewöhnt. Ich wollte gerade mit der einen Schultertaste hier den Bogen auspacken. Wie war denn das hier nochmal? So, ne? Genau, Runenbogen, Runenschild, Schattenstich. Ach so. So konnten wir schneller rennen. Okay. Wir haben aber auch null Ausdauer. Würde es aber vielleicht Sinn machen, wenn wir die Steilklippe da Richtung Süden auch noch ein bisschen mehr erkunden? Ich weiß das nicht. Denn so richtig mit Quests können wir aktuell auch noch nicht anfangen. Also noch nicht wirklich weitermachen. Wir müssen irgendwie skillen. So, Handwerkspunkte, Lernpunkte, Stufe 15. Handwerkspunkte und Lernpunkte. Habe ich noch keinen Plan, was wir damit machen sollen, in welche Richtung. Ich bin ehrlich, ich habe hier ganz gar keinen Plan, was ich machen will oder muss. Ja, okay, ist ja auch eigentlich ein Blind Let's Play, also ich spiele das ja im Real das erste Mal. Skyrim, weiß nicht sofort, was ich machen muss, in welche Richtung ich gehe und so. Da müsste ich mal schauen, dass ich vielleicht mal, wenn ich Skyrim anfange zu Let's Play, dass ich da wirklich mal eine Richtung eingehe, die, oder zumindest versuche, die ich noch nie gemacht habe. Vielleicht wird das auch in Skyrim mein erster Magier-Run, ich weiß es nicht. Aber vor Skyrim, da kommt ja jetzt erstmal Oblivion. Ich habe ja Morrowind jetzt endlich beendet. Die Folgen kommen ja noch. Wenn die Folge hier raus ist, ist ja noch immer irgendwie Morrowind. Und Oblivion, das wird auch noch ein paar Monate Zeit nehmen, sagen wir so. Hatte ich den schon mal gesehen? Hat ihr den schon mal gelootet? Ja, vor allem jetzt auch Morrowind hat jetzt. Wann fing ich mit Morrowind an? Wenn ich jetzt mal so überlege.
irgendwann Mitte letzten Jahres. Ne? Und dann irgendwann wurden das ja mehr Let's Plays bei mir, die ich jetzt irgendwie im täglichen Wechsel gemacht hatte. Dann kamen die Folgen ja alle 2 Tage. So, das habe ich jetzt aber auch nur gemacht, weil ich irgendwie mehr oder andere Spiele auch mal haben wollte. So, nicht immer das gleiche, sagen wir so. Enderal war jetzt mir auch mehrmals empfohlen worden, deswegen habe ich das ja auch angefangen. So, aber auch das ist ein Riesenspiel. Bis jetzt. Wir sind ja schon bei knapp 30 Folgen gerade. Ich glaube, das hier ist sogar die 30. Und das wird noch einiges an Zeit kosten, hier glaube ich. Vor allem aber auch meine Folgen, egal welches Let's Play, so, die sind ja auch schon alle länger geworden. Deswegen sind das ja auch schon mittlerweile knapp um die Stunde. Das waren ja mal alles hier halbe Stunde, 20 bis 30 Minuten und jetzt mittlerweile gefühlt jede Folge, egal welches Let's Play, einfach mal eine Stunde schon fast geworden. Madame. So. Mal fast zum Gruß. Bettlerin. So, gehen wir mal rein. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das, welche Quest das genau war. Die wir da jetzt suchen, hier mit Silas Wohnung. Vielleicht einmal hier kurz schnell speichern. Machen wir mal so. Also, Kasernenviertel erstmal. Die Wirkung einer mit Gift bestrichenen Waffe. Ich konnte jetzt nicht zu Ende lesen, Mann. Ja, okay. Diejenigen, die es interessiert, die können ja selber einfach... Mal fast zum Gruß. Mal fast zum Gruß. Arkgruft. War da nicht was? Ich glaube, hier hatten wir irgendwie Schwierigkeiten mit irgendwas gehabt. Kann das sein? Mit Untoten, glaube ich. Ja, das sind Untote. Na, mein Kleiner. Ja, wir hatten hier mit vielen Untoten Probleme, die vielleicht auch ein bisschen zu stark waren für uns. Jo, die waren ja richtig stark. Wo ist die Tür? Hallo? Geh da mal. Bitte geht weiter. Ja, mach ich. Danke. Falls da Untote kommen, ich war das nicht. Ja, das war die Quest. Okay. Dann suchen wir uns mal eine andere Quest. Verdammt. Blut und Staub. Nee, Botenjunge. Die Karawane finden. Verlorene Herzen. Die Herrin der Verstoßenen. Arks letzte Wacht untersuchen. Bildmerke ja wertlos den Schlitzer zur Strecke bringen. Spuren der Vergangenheit. Ein bewegendes Bild des bei Andrasa Tapabuses nach dem rechten Sehen. Jetzt beim Tante Nomaden suchen. Der Tag jeder Letzte. Teil 1.
Ich glaube, wir machen das einfach mit Jasper. Gesundheit. Ja, ja. Krieg, Verlorene und Chaos überall. Ich habe schon immer gewusst, dass es mit unserer Welt den Bach untergeht. Ja, es gibt immer irgendwie irgendwas, wo die Welt den Bach untergeht. Das stimmt. Ihr glaubt, jede Generation hat da irgendwie was, wo es untergeht. Madame? Der Herr? So, einen Moment, ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder, sorry. Für die Unterbrechung. So, warte mal, ich hab hier ein bisschen... Ich sehe gerade... Hier, wir gönnen uns mal eine Brezel, damit wir wieder Leben aufladen können. Wir haben da hinten ja noch eine Quest mit Jesper. Da quatschen wir mal mit dem guten Herrn. Sorry, dass ich kurz unterbrechen musste, aber vorhin. So, weil, wurde jetzt nochmal angerufen. Hatte gedacht, das wäre wichtig. Weil normalerweise eigentlich... So, mich hat man anzurufen, wenn wirklich ein Notfall ist oder sowas, aber da wollte einfach jemand quatschen. So, wo ist Jesper? Wie gesagt, das Angebot steht. Denk drüber nach. Hab ich alles, was du willst. Was? Okay, Jesper? Geht in den Flüsterwald und durchsucht die alte Nebelwacht. Ich warte in der Unterstadt auf euch. Malfas zum Gruß. Geht in den Flüsterwald und durchsucht die alte Nebelwacht. Wo ist denn Jesper? Genau, nee, gut. Verzeih. Ist ja schon gut. Lass mich einfach in Ruhe, elender Schläger. Wo ist denn Jesper? Da ist er. Geht in den Flüsterwald. Komm, setz dich. Okay, komm. Und? Wie kommst du zurecht? Muss schon ein komisches Gefühl für dich sein. Gerade noch Flüchtling auf der Suche nach einem besseren Leben... Und ehe du dich versiehst, läufst du mit einer Magiebegabung durch die Gegend, die selbst einen alten Magier wie Funkenschlag stutzig macht. Ehrliche Antwort, ich versuche das Ganze überhaupt erst zu begreifen. Ich versuche hier alles zu begreifen. Ich begreife noch gar nicht. Du schlägst dich auf jeden Fall ziemlich gut. Ich bin jedenfalls gespannt, wie sich das mit dir weiterentwickelt. Ich auch. Aber erzähl mal, was hältst du von diesem Land, jetzt wo du ein bisschen Zeit hier verbracht hast? Ich stelle es mir als ziemliche Umstellung im Vergleich zu Nerim vor. Ist das auch. Es ist eine ganze Menge passiert. Jetzt war von Geschehnissen dazu. Na, dann lass mal hören. Ja, das kann ich mir vorstellen. Weißt du, genau das ist auch der Grund, dass ich Tavernen so gern mag. Draußen kann passieren, was will. Hier drinnen stößt man immer auf Gelächter und gute Stimmung. Von all den schönen Männern und Frauen ganz zu schweigen. Ist ein reich gedeckter Tisch, keine Frage. Ein paar der Damen sind tatsächlich nicht zu verachten, das stimmt. Ein paar der Männer können sich tatsächlich sehen lassen, das stimmt. Hier merkt man jedenfalls nichts von dem Chaos draußen, das stimmt. Ein reich gedeckter Tisch, keine Frage. In der Tat. Wobei ich mich an Enderal mittlerweile auch schon fast wieder satt gesehen habe. Morgen läuft ein Schiff nach Kile aus. Und so wie es aussieht, wird es das letzte für eine lange Zeit sein. Mal sehen. Vielleicht haben sie noch einen Platz frei. Du willst gehen? Braucht dich denn der Orden nicht? Gerade mit all dem, was hier im Moment passiert? Naja, das war ja ohnehin alles mehr Zufall als gewollt. Der Orden brauchte jemanden mit Diskretion und Talent. Ich war im Lande. Fertig. Je, ich als Gesandter des Heiligen Ordens. Kannst du dir das vorstellen? Haltet ein, holde Maid. Befreit euch der Gewandung, auf dass wir gemeinsam in Malfas heiligem Licht baden können. Eigentlich gar nicht so übel, oder? Dafür, dass auf der Welt alles in Bach herunterzugehen scheint, bist du jedenfalls ziemlich entspannt. Sehr überzeugend, wirklich. Naja, was nutzt einem schon ein grimmiger Gesichtsausdruck? Was zählt, sind Ergebnisse, nicht Absichten und Einstellungen. Wie sagt der weise Eremit so schön, nichts ist dem Geretteten unwichtiger als der Grund seiner Rettung. Der einzige Unterschied zwischen einem Söldner wie mir und einem heiligen Hüter ist, dass ich mir wenigstens darüber bewusst bin, dass ich das, was ich tue, in erster Linie für einen Menschen tue. Und der bin ich selbst.
Und wie meinst du das? Naja, diese Helden und selbsterklärten Weltretter sind keinen Deut besser als jeder andere auch. Darauf will ich hinaus. Am Ende handeln wir alle immer so, wie es unserer Vorstellung von uns selbst entspricht. In anderen Worten, der Hüter rettet vielleicht die holde Maid vor den Banditen, aber am Ende tut er es, weil er sich gerne in einem bestimmten Licht sieht. Er hat eine Idealvorstellung von sich, ein Selbstbild. Und alles, was er tut, tut er, um dieser Vorstellung zu entsprechen. Weißt du, der Witz ist ja, dass gerade die Menschen, die sich höhere Motive auf die Fahnen schreiben, die wirklich gefährlichen sind. Weil sie nicht einmal ansatzweise kapieren, was sie antreibt. Und das macht sie verdammt leicht zu manipulieren. Alles, was der fähige Hassprediger oder Tyrann dann noch tun muss, ist es irgendwie zu schaffen, diese Menschen dazu zu bringen, dass sie seine Ambitionen mit in ihr Selbstbild packen, beziehungsweise als ihre eigenen begreifen. Und zack, fertig ist die perfekte Marionette, die es kaum erwarten kann, sich für ihn in das nächste Schwert oder den nächsten Pfeilhagel zu stürzen. Es ist einfach so idiotisch. Anders kann ich es nicht nennen. Die Welt wäre so viel besser, wenn die Menschen sich einfach mal eingestehen würden, dass es nicht den einen Grund für unser Hiersein gibt. Und dass sie wie jeder andere eben auch nur einer Sache hinterherjagen. Und die ist unser Eigenwohl. Wenn jeder für sich selbst sorgen würde, wäre für alle gesorgt. Das sollten sich die Schnösel in ihren roten Gewändern da oben mal zu Gemüte führen. Ich weiß ja nicht, die Welt so zu betrachten klingt für mich irgendwie ziemlich ernüchternd, leer. Das kann ich unter Meer machen. Okay, passiert. Du willst also sagen, dass wir am Ende einfach nur glücklich sein wollen? Das ist der Sinn des Lebens? Wie kannst du dir denn sicher sein, dass es keinen anderen Grund für unsere Existenz gibt? Einen wahren Gott oder so etwas? Zum Verständnis, du sagst, dass alles, was wir tun, von selbst getrieben ist? Ach je, du lässt es so dramatisch klingen. Was ich sage ist, dass sich hinter jeder Tat, egal wie selbstlos sie erscheint, in Wahrheit Egoismus versteckt. Aber das macht sie ja nicht schlechter. Du willst also sagen, dass wir am Ende einfach nur glücklich sein wollen? Yep. Freude suchen und Leid vermeiden, wie der weise Eremit so schön sagt. Und glaub mir, wenn du dir dessen erstmal bewusst bist, lebt es sich um einiges besser. Aber du musst doch irgendwelche anderen Ziele haben. Ich habe vor allem ein Ziel, und das ist, am Leben zu bleiben. Und wenn es sich einrichten lässt, bei Zeiten ein gutes Glas Wein oder eine schöne Nacht genießen zu können. Okay, gehen wir mal zurück. So. Interessanter Gedanke. Siehst du das so? Das ist doch mal erfreulich. Aber wie auch immer, ich empfehle mich nun erstmal. War ein wirklich nettes Gespräch eben. Aber das Schiff nach Kile läuft morgen noch vor dem ersten Hahnenschrei aus. Und bis dahin will ich das Ganze nochmal überdacht haben. Bleib doch, dieser Stadt fehlt es dann gut aussehen. Das passt auf dich auf. Komm, wir schmeicheln ein bisschen. An gut aussehenden Nerimesinnen hat sie ja kürzlich dazu gewonnen. Oh, danke schön. Vielleicht gleicht das den Verlust aus, wenn ich gehen sollte. Halt die Ohren steif. Jeder Tag wie der letzte, Teil 1. Ich glaube, wir sehen ihn nochmal wieder. Geht in den Flüsterwald und durchsucht die alte Nebelwacht. Ich glaube, den sehen wir nochmal wieder. War wirklich ein nettes Gespräch. So, aber warte mal. Teil von etwas bedeutsam, Teil 2. Siegelführer Jorek Batar und die beiden Nomaden an der Grenze des Herzlandes treffen. Besucht in Arc, will man Gerbertus den Schnitzer zur Strecke bringen. Ein bewegendes Bildnis. Bei Andrasta tapfer Bruce nach dem rechten Sehen. War Hestzel Schlüssel aus seinem Haus in Nebelheimbergen. Einzig Ort. Das Warensortiment von Goldpuls Silber her nach Gegenständen besuchen, die Meoga Eisenbrot gehören können. Draußen was der Schlüssel von aus Hierostatulle öffnet. So, ich weiß jetzt nicht, was hier die Hauptquest jetzt sonst noch ist.
Außer Teil von etwas Bedeutsamem. Ein Händler erzählte von einer Magierin, die Entropie und Elementarismus zugleich einsetzte. Reiner Händler erzählte von einem in Platte gerüsteten Krieger, der zwei Kurzschwerter im Kampf einsetzte. Und der Wanderer erzählte von einem nerimesischen Feuerspucker, der das Bogenschießen mit schmutzigen Tricks verband. Ich versuche irgendwie an den Symbolen oben zu erkennen, was das für gesucht und da haben wir die Symbole hier von Kaiserlichen und den Sturmmänteln, das sehe ich. Aber findet Max Bill ein gutes? Botenjunge? Die Kunst des Kampfes? Ich glaube, das ist die Hauptquest. Vielleicht muss ich erstmal wirklich mit der Hauptquest. Bürgerin Arx, leckt eure Lippen in ungezügeltem Verlangen, wenn der Duft unseres unvergleichlich duftenden frischen Brots in eure Nase steigt. Boah, ich muss ehrlich sagen, ich feiere die einfach wirklich so. Die und ihr Brot. Die ist mir bisher am sympathischsten von allen. Madame. Das Gesicht kenne ich doch. Danke nochmal für die Hilfe. Jo, kein Thema. Wirbelsturm hat einen neuen Namen, aber ja. Mhm. Jetzt erstmal hier irgendwie. Wo muss ich. Ne? Map war hier. Wo muss ich hin? Da hin, ne? Jetzt ist nur die Frage, was ist der sinnvollste Weg dahin? Einen Groschen, Madame. Bitte nur einen. Ich bin pleite, ich hab nichts. Der Herr? Chef, hallo? Mal. Hallo. Ist aber auch ganz schön neblig und düster heute. So, ist jetzt nur die Frage, wo müssen wir jetzt gleich lang? Über die Brücke und dann quasi geradeaus, würde ich mal versuchen. Obwohl, da vorne haben wir ja noch einen Turm, unentdeckten. Vielleicht machen wir irgendwie noch eine Ortschaft hier besuchen, so zwischendurch. Mal gucken. Noch ein bisschen vielleicht, so bis wir da sind oder so. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was ich noch. Da kommt ja noch einiges. Da ist ja wirklich noch einiges. Nur die Frage, wo genau befindet sich das alles? Das jetzt direkt hier? Ausgewachsene Ratte. Es gab auf jeden Fall Punkte. Rattenhaut. Na naja, komm, ich lass das mal. Ich brauche das nicht. Ach, der da hinten kommt. Straßendieb.
Jetzt kommt die auch noch. Ich nehme alles mit. Ach so. Schlampe, Elend. Hey. Dafür bist du jetzt tot. Frechheit, wie er mich nennt. So. Wo befinden wir uns? Den Turm kenne ich gar nicht. Alte Grenzwacht entdeckt. Hier geht's aber auch noch rein. Komm, wir gehen da mal rein. Autsch. Autsch. Ah, Alter. Ich wollte schon sagen, will das Game mich gerade hier verarschen? Die habe ich nicht gesehen. Doch, das. Ja, das hätte ich an ihrer Stelle auch. Frechheit. Okay, das war jetzt mies. Das ist mies. Da. Fallenauslöser. Okay, mal noch einen ganz schnell. Das war böse. Aber wir haben es überstanden. Kommt da noch eins? Ne? Das ist richtig böse. Ich traue dem Ganzen hier gerade gar nicht. Das hätte ich an ihrer Stelle auch gesagt. Was passiert, wenn... Okay. Das ist noch harmlos. Das von da unten, das war viel, viel gemeiner. Moment mal, da ist wer. Ja, hallo. So, nehmen wir auch alles mit. Karotte nehmen wir mit. Die Magendisziplin nehmen wir mit. Das geht ins Herzland. Was haben wir denn da? Bekritzelter Zettel. Passt auf, dass keine Fremden das Gelage stören können. Wenn jemand das Fallenwerk überlistet, nehmt ihn von hier oben unter Beschuss. Der hat mich nicht gesehen. So, was gibt's hier? Säge, zerstörtes Buch.
ey. Unnützen Scheiß gibt's hier drin. Jetzt kommen gleich drei. Vier. Vier Gegner. Kratzer. Ja? Frechheit. Noch bin ich nicht überladen. So, der ist nackig, der ist nackig. Waren das nicht vier? Da. Mal vielleicht eine Fackel ausrüsten, weil ansonsten sehe ich hier gar nichts. So, das nehmen wir mit, das. Pfeile. Ich will die Pfeile. Hallo, da sind Pfeile. Okay, die Pfeile kann ich nicht mitnehmen. Warum auch immer. Mana-Salz. Ostian, Hauptstadt des Südreiches von Nerim. Wer hat die von wo gesehen? Alter, jetzt erschreckt mich nicht. Oh, das ist mies. So, nehme ich auch mit. Alles. Kann man alles verkaufen. So, von wo kam der jetzt? Was haben wir da? Ein Raubvogelei, Knoblauch. Roll des Feuerballs einfach. So, das nehmen wir nochmal mit. So, so. Nehme ich auch mit. Jetzt tragen wir zu viel. Ja, das ist... Das finde ich schrecklich. Immer überladen. Aber immerhin besser als in den älteren Elder Scrolls Teilen. Bei Morrowind war das so, du konntest dich gar nicht bewegen, wenn du überladen warst, wenn du mehr trägst als deine Kapazität. Und so ist man zumindest noch irgendwie unterwegs. Aber das sind schon einiges an Kelche, die hier rumliegen. Was ist das da? Eine Pfeife. Und da gibt's Essen. Da gibt es auch sehr viel Essen. Die kann ich aber nicht mitnehmen. Schade. Kochstelle benutzen. Also Kartoffeln, Kohl, Karotte.
Karotte und den Lauch. Okay, mehr scheint hier nicht zu sein. Gehen wir mal darunter. Auch wenn wir langsam unterwegs sind. Birtenasir. Muss ich vielleicht hier einmal schnell speichern? In den Magen. Schlüssel der alten Gretzka. Nehmen wir auch mal alles mit. So, was hat die denn da? Leichter Eisenschild. Set des rätselhaften Nomaden. Gewand des rätselhaften. Rolle Onduses. Warte mal. Essen wir mal ein bisschen was, damit Gesundheit wieder voll ist. Gab es ja noch eine Tür, da wollte ich hin. Oder haben wir das Gebiet hier durch? Dann müssen wir aber nochmal nach Ark alles verkaufen. Und nochmal zur Bank. Ich will mal gucken, wie viel Geld wir da jetzt haben durch Zinsen und allem. Das wird ein langer Weg zurück nach Ark. So, was gibt's hier? Mana Trank Ranzicht. Und da geht's auch nochmal runter. Okay. Was gibt's denn jetzt da unten? Höhlensystem, wo führt das hin? Werde ich hier von irgendwas angegriffen? Oder überrascht? So. Alles mitnehmen. Wir sind eh überladen. Gibt's hier noch jemanden? Ja. Ah, nein, Bogenschütze. Okay, ausweichen funktioniert nicht in dem Tempo. So, auch wieder alles mitnehmen. Und Schuss zur alten Grenzwache. Liegt hier noch einmal, okay. So, wo führt das hier hin? Oder wo führt das da hin? Meine Fähigkeiten reichen nicht aus.
Ja gut, gehen wir erstmal weiter dann. Dann ist es halt so. Die scheinen aber viel wert zu sein. Könnte man doch verkaufen. Ach toll. Wenigstens liegt an Dietrich. Führt aber auch noch mal weiter. Ist das ein Ausgang? Ich weiß nicht, wo wir landen, wenn wir da durchgehen. Nach Herzland. Bildet euch in der Kunst der Alchemie fort, um mächtige Tränke und tödliche Gifte zu brauen, die ihr gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden. Okay, Wölfe. Wo sind sie denn? Da ist ein Fasan. Da sind sie. Der hat uns noch nicht im Visier. Das heißt, wir können gehen. Warte mal. Pferdeflöte. Da haben wir unser Esel. Gehen wir mit Eselchen noch mal kurz zurück nach Ark. Und sehen zu, dass wir unseren Scheiß da erstmal wieder loswerden. Ich habe so ein Gefühl, dass das... Kann es sein, dass ein Männchen ist eigentlich? Oder erkennt man nicht? Du greifst meinen Esel nicht an. Keine Ahnung, von wo du jetzt herkamst, aber... Nehme ich mit. So. Einmal kurz dann schnell verkaufen. Beziehungsweise hoffen, dass die Läden alle noch auf sind. Auf diese verdammten Matrosen ist einfach kein Verlass. Wie lange soll ich denn noch auf? Jetzt noch mal jeden Händler durchklappern. Um eine Seele sammeln zu... Ah, herrlich. 9.07 Uhr abends. Ich glaube, die haben alle zu. Gesundheit. Das heißt, wir müssen erstmal pennen gehen irgendwie. Oder irgendwo warten. Die Menschen wissen einfach nicht, wo ihr Platz in der Welt ist. Ja, das stimmt. Manche wissen es nicht. Die sind auch schon alle müde hier. So, wo geht's nochmal zu mir nach Hause? Wo war mein Haus? Manche Menschen wissen einfach nicht, wo ihr Platz ist.
das sagtet ihr bereits. Auf einige trifft das zu, das, da gebe ich recht. Aber nicht auf alle. Madame? So, okay, genau. Ja, Marktplatz waren wir. Marktplatz war da hinten die Tür. Ah. So schön immer so zu laufen. Bei Patern in Tempeln und Kapellen. Hey. Man, es ist zwar schön, dass es schnell lädt, aber manchmal will man sowas gerne zu Ende lesen. Gebt auf euch acht, Madame. Die Straßen sind um die Zeit gefährlich. Ja, der Herr. Die Dame. Madame. Meine Meinung will ja keiner hören. Müsste wirklich mal härter durchgreifen. Mir fällt einfach nichts mehr ein, was ich noch sagen soll, antworten soll auf die Konversation von denen. War das? Nee, das war Porims Hütte. Wo war meine Hütte? War es das da? Nee, direkt neben der Schmiede? Neben dem Schmelzer, meinte ich? Ja, hier war ich. Haus des Wahnsinns, das ist meins. Das weiß ich doch. So, hatten wir hier noch irgendwas drinne? Baupläne. Was hatten wir hier so alles drinne? Set des Rattenfängers und Fäust des Fiegelgereisten. Knoblauch, menschliches Herz, Windwurz, Enzyklopädie, alte Kristallmünze, hier die ganzen Baupläne. Warum haben wir so viele Baupläne? Hier, die Schädel. So, ablegen, ablegen, ablegen. Ablegen, ablegen. Die Schädel behalten wir. So. Das packen wir da rein. Das auf. So, Essen behalten wir immer alle bei. Ambrosia behalten wir auf. Das packen wir mal da rein. Set des rätselhaften Nomaden. Nimbus des rätselhaften Nomaden. Müssten wir mal schauen, ob da irgendwas ist, was besser ist als das, was wir bisher tragen. Irgendwas muss doch Plus geben, oder? Hier nicht, aber hier vielleicht. Okay, also können wir alles im Grunde verkaufen gehen, sobald wir geschlafen hatten, sobald es wieder hell ist. Wann machen die auf? Um 8, glaube ich, oder? Machen wir 11 Stunden. Vierter des Aufbruchs. Aber hier heißt auch Turdas. Also, Turdas war, glaube ich, Turdas war Donnerstag, glaube ich, oder? Man muss eben teilweise, wenn man das erreicht.
Ja, wir beeilen uns. Ich muss jetzt eben Sachen verkaufen. Meine Meinung will ja keiner hören. Ihr seid nicht von hier, oder? Ich habe gehört, wie ihr geredet habt. So. Golfuhr. Ja? Nein, sie ist nur zum Bestaunen. Ja, klappe. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. So, er hat nur 720. Was kann ich ihm andrehen? Hier Eisenclaymore, die Eisendolche. Pfeile behalten wir, Eisenschwert. Die Langbögen darf er haben. Scharfe Spitzhacke behalten wir. So, und hier. Nichts wert. Sieht aber cool aus, der Eisenschild, muss ich sagen. So, kann ich hier noch verkaufen? So, hier die Dinger brauchen wir auch nicht. Die behalten wir. Hier behalten wir alles. Komm, die darfst du haben. Nein, der Vogel muss ich wieder zurückholen. Scheiße. Komm, hier, die darfst du haben. So, jetzt muss ich mein Vogelei hier wieder zurückholen. Schreitet wohl. Ihr auch. Ja, ist doch immer dasselbe. Machen wir noch das. Eben ganz schnell und dann, Schreitet wohl, Madame. Wie kann euch Silrin und Freunde heute zu Diensten sein? Ich möchte mein Gold vereinfachen. Natürlich. So, wir machen. Komm, wir machen genau 3000. Eine kluge Entscheidung. So, ich möchte meinen Goldverein sehen. Natürlich. Wir haben da jetzt insgesamt aktueller Kontostand 8349 durch Zinsen 234 Groschen pro Tag. Das ist nice. Durch Anteile plus 6 Groschen pro Tag. Maximal Zinssatz pro Tag 250. Also wir haben insgesamt 240 Groschen pro Tag Zinsen. Schreitet wohl und ich würde mal später schauen, dass wir vielleicht irgendwie auf eine gerade Summe kriegen kommen. Oder ist das eigentlich pro? Pro, was auch immer, das hier. Ist doch alles doof. 250. Also 250 pro Anteil und 250 pro Zinsen durch mein Geld. Dann würde ich zusehen wollen, dass ich mehr Anteile irgendwie kriege. Hm? Kann ich auch. Madame? Der Herr? Ja, gut. Ich hatte gehofft, ich krieg noch eine Quest. Exquisitäten. Nur das Beste, frisch aus Kille. Seht selbst. Okay. Gehen wir mal wieder ins Herz. Beziehungsweise, wir machen das in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.